Und weiter geht es, meine Lieben, mit dem Baumhoroskop. Welche Eigenschaft hat dein Seelenbaum? Heute haben wir vier Bäume, die wir mit den Eigenschaften betrachten. Wir kommen zuerst zur Linde, der Baum der Liebe, aber auch der Zweifel. Die Geburtsdaten sind 11. bis 20. März und 13. bis 22. September. Der Lindenbaum war schon früher der Mittelpunkt jeden Ortes. Das Baumhoroskop besagt, dieser Baum verleiht ihren Seelenmenschen tolle Gastgeberfähigkeiten. Sie sind mitfühlend und warmherzig. Er trägt seine herzförmigen Blätter nach außen, wie die Menschen, die in diesem Zeichen zugeordnet sind, ihre Liebe nach außen zu tragen. Ihre Zweifel hat sie, weil sie von einem Leben und von Dingen träumt, die sie leider schwer erreicht. Nun die Eiche. Die Eiche, der Baum der Stärke. Das alleinige Geburtsdatum ist der 21. März. Das Baumhoroskop besagt, die diesem Zeichen zugeordneten Menschen haben eine große innere Stärke. Sie sind mutig, lebenserfahren und groß im Geist. Man sieht die Eichegeborenen als Felsen in der Brandung, wie der Donnergott Thor, dem dieser Baum geweiht ist. Als Schlichter der Menschheit ist dieser Mensch und Baum natürlich auch gefragt. Eiche-Menschen sind von robuster Natur. Somit schaffen sie mit Leichtigkeit alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Die Eiche ist ein sehr heiliger Baum. Der Ölbaum, auch Olivenbaum, der Baum des Friedens und der Weisheit. Das Geburtsdatum ist der 23. September. Der Ölbaum ist ein ebenso besonderer Baum, der nur ein Geburtsdatum hat. Das Baumhoroskop besagt, Ölbaummenschen belasten sich nicht mit Überlegungen im Voraus. Sie werden lieber tätig. Mit Geduld und Bedacht gehen sie auf ihr Ziel zu. Dabei entwickelt er eine große Widerstandskraft mit klarer Handlungsweise. Egoismus ist ihnen fremd und zu ihrem Umfeld sind sie sehr rücksichtsvoll. Auf der ganzen Welt gelten Ölbaum oder Olivenzweige als Zeichen des Friedens. Nun die Buche. Der Baum der Mütterlichkeit und Flexibilität. Das Geburtsdatum ist der 22. Dezember. Die Buche ist ebenfalls einer der speziellen Bäume, die nur ein Geburtsdatum hat. So wie sich die Äste dieses Baumes biegen, ohne zu brechen, sind auch die diesem Zeichen zugeordneten Menschen belastbar. Wer von ihnen schwere Zeiten überstanden hat, wird aus denen kraftvoller herausgehen. Man kann auch sagen, sie können sich immer wieder neu gestalten. Mit dieser emotionalen Kraft und Flexibilität können sie Menschen in ihrem Umfeld stärken und unterstützen. Ja, das waren also heute die vier Bäume. Und das nächste Mal geht es wieder weiter mit den drei Bäumen, und zwar der Haselnuss, Eberesche und Ahorn. Herzlichst, eure Deria.